Das ist ein Tor von Hörmann. Es ist ein Sektionaltor mit einer Schlupftür, die ist eingebaut. Und oben drin haben wir sogar noch Glasscheiben, die das Ganze natürlich auch noch hell machen, wenn man das denn möchte. Ich habe oben auf die Glasscheiben verzichtet. Man kann ja nicht reingucken, aber es ist auch dunkel. Wenn Sie es mal gerade vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Michael Kämmerer vom Bauzentrum Leinweber. Hier zuständig für Garagensektionaltore, Innentüren, Haustüren und Fenster. Und hier sehen wir ein Hörmann-Sektionaltor LPU 42 in der Silk-Drain-Oberfläche in RAL 7016. Wie schon erwähnt, mit Schlupftüre und ein Lichtband mit drin. Farblich passend dazu. Gibt es natürlich in vielen anderen Oberflächen und farblichen Dekoren auch noch. Und die Tür, die funktioniert wie eine normale Tür jetzt, wo es unten ist? Die funktioniert wie eine normale Türe, wenn sie unten ist. Hat einen Kontaktschalter mit drin durch den elektrischen Antrieb, dass wenn die Türe aufstehen sollte, was sie normalerweise nicht darf, weil sie einen automatischen Schließmechanismus mit drin hat, dass das Tor nicht automatisch hochfährt. Ist die jetzt auf, die Tür? Die ist auf, die können wir gerne auch machen. Bitte. Klar. Einmal schauen. So, die geht auf und das ist eine ganz normale Tür. Das heißt, die Beratung macht es natürlich, wenn so eine Tür drin ist. Das ist schon ziemlich gut, oder? Praktisch. Hat den großen Vorteil, wenn ich natürlich keinen zweiten Zugang zu meiner Garage habe. Ich will schnell rein, will das Fahrrad holen, die Kinder wollen kurz rein. Den muss ich nicht immer der Handsender mitgeben oder muss mit einem Code-Taster laufen, dass ich nochmal das Tor aufmache. So können sie schnell reinflitzen, Fahrrad rausholen und können wieder raus. So, ist natürlich schön zu sehen. Das gibt es mittlerweile in immer mehr Farben. Genau, also standardmäßig hat Hörmann schon ein sehr großes Farbenvielfalt im Programm. Natürlich können wir jeden RAL-Ton, den der Kunde wünscht, machen. Echt? Wegen dem Mehrpreis. Klar. Ja. Also ich habe das zum Beispiel jetzt, neues Tor jetzt bekommen. Ich muss mal ganz gucken, wo meine Farbe ist. In rein weiß hatte ich das mit einer leichten Struktur. Ich glaube, das da hatte ich. Ja. Das hier gewesen sein wahrscheinlich. Entweder das hier, ja. Oberfläche Silk-Drain, okay. Sand-Drain, ja. Ist gemacht wie eine Schmirgelpapier-Oberfläche, sage ich immer so schön gern, ist leicht aufgeraut. Das wäre eine Option, wo wir machen können. Dann natürlich das Standard Wood Crane, wo es schon bei den guten alten Schwingtoren gab. Dann gibt es noch die Oberfläche Silk Crane, so wie wir es gerade eben an unserem Ausstellungsstück schon gesehen haben, diese komplett glatte Oberfläche. Und dann noch Deco Crane-Oberflächen in verschiedenen Holzstrukturen oder aber die Micro Crane-Oberfläche mit der Riffelung mit drin. Stark, oder? Sehr schön, sehr schöne Optik von dem Ganzen. Reine Geschmackssache halt natürlich immer, was Farben angeht. So, das ist ein Tor, was es so weltweit gibt. Man muss sagen, das ist hundertprozentige Top-Ausführung, oder? Bei Hörmann. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Top-Ausführung, wo es da gibt. Großer Vorteil, wo ich bei Hörmann halt immer wieder sehe, ist eigentlich auch im Ersatzteilbereich bei Hörmann, weil ich einfach nach 15, 20 Jahre noch passende Ersatzteile bekomme, wenn an dem Tor was sein sollte. Und es gibt halt immer eine Weiterentwicklung bei den Toren. Ne? Genau, es gibt auch die Möglichkeit, Smart Home ist das ganz große Thema. Ich habe eine Fernbedienung, ich kann sogar checken, ob das wirklich zu ist, das Ganze. Und hier habe ich was ganz Besonderes. Hier habe ich zum Beispiel keinen Handsender mehr, sondern ich habe eine Code-Tastatur, die kann man zusätzlich noch ergänzen. Die wird im Prinzip angelernt wie ein Handsender. Und da gebe ich einen Code ein und brauche dann gar nichts mehr. Genau, das ist korrekt. Mittlerweile gibt es sogar das System, dass ich meine Haustüre und mein Garagentor beides mit dem Handsender öffne. Dementsprechend muss ich halt das Schloss in der Haustüre dann vorbereiten. So, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die Tür exakt im Design mache wie das Tor. Das ist also hier jetzt mal der Fall, sage ich jetzt mal. Ist auch möglich? Wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, man hat die Nebentüre bei der Garage in der gleichen Flucht wie das Garagentor und möchte es ansichtsgleich machen, dann kann ich es optisch genauso machen wie die Garagentoroberfläche. So, wir gehen mal ganz kurz nach vorne und zeigen wir nochmal das Gesamttor. Das ist ja jetzt natürlich nur ein ganz kleines Beispiel, was gehen könnte. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Formen. Ein paar Beispiele. Die verschiedenen Formen ist einfach im normalen Hausgebrauch ist das LPU 42 mit einer Dämmstärke von 42 mm. Und mittlerweile im Programm haben sie das LPU 67, wo einfach so ein Element dann 67 mm in der Stärke ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Tor nicht von oben kommt, sondern von der Seite. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist ganz neu. Das wäre dann sozusagen ein Seitensektionaltor. Wäre sozusagen das Tor einmal um 90 Grad gedreht und hochkant hingestellt. Spart auch Platz unter Umständen? Spart Platz nach oben. Ich kann halt nach oben das Ganze weiter benutzen. Dafür brauche ich natürlich seitlich etwas mehr Platz. Wenn ich sage, okay, ich will nach oben meinen Platz gewinnen und seitlich, dann müsste man auf ein Rollmatiktor gehen, was sich dann oben in einer Welle aufwickelt.
So, wir werden das auf jeden Fall einblenden, während Sie das jetzt gerade sprechen. Das Rollmatik-Tor, das andere war das Seitentor. Wie ist da der Name nochmal genau? Seitensektionaltor. Seitensektionaltor von Hörmann. Bitte mal einblenden an die Regie, dass man das mal sehen kann, während er spricht. Und was noch viel wichtiger ist, ich kann mit einem Foto mal vorbeikommen. Ihr guckt euch das mal an, wenn da jetzt ein altes Tor drin ist. Es hat auf jeden Fall einen Riesenvorteil. Ich gewinne auf jeden Fall an Höhe. Wenn ich jetzt einen Bus zum Beispiel kriege, der geht nicht mehr rein. Früher waren ja auch die Garagen viel kleiner. Genau, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also es hat nur Vorteile, wenn ich nach oben keinen Platz habe, wo auch ich einen sehr großen Vorteil vom Seitensektionaltor oder von einem Rolltor sehe, ist einfach, wenn man sagt, man hat eine Hebebühne in seiner Garage, weil man ist ein Hobbyschrauber. Da kann ich kein Sektionaltor reinmachen, weil ich nach oben die Höhe einfach verliere. Und da ist halt ein Seitensektionaltor oder ein Rolltor, das Rollmatik, optimal. Es ist auch gar nicht so teuer. Man muss sagen, also da jetzt auf ein Fachprodukt zu gehen wie Hörmann oder ein Top-Produkt, wenn man da sich jetzt ein Angebot holt, man zahlt vielleicht, sage ich mal, 500 oder vielleicht 1000 Euro mehr, hat aber 15 Jahre, 20 Jahre Ruhe, ich kriege die Ersatzteile überall, die Handsender, ist einfach das Produkt, oder? Genau, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Muss halt so sagen, wie Sie schon gesagt haben, 500 bis 1000 Euro mehr, wie als wenn ich es irgendwo anders da kaufe. Aber ich habe nicht in 4, 5 Jahren, wenn irgendwelche Reparaturen anstehen, irgendwelche enorm hohe Kosten, wo der Schlosser dann halt statt 10 Minuten Austausch 2 Stunden an dem Tor beschäftigt ist. Die Reparaturen könnten ja auch kommen. Ich meine, die halten recht lange. Also meinst du, es ist jetzt schon 5 Jahre alt, es war überhaupt nichts dran. Aber es könnte ja auch mal einer reinfahren. Kann auch vorkommen, klar. Und hier ist ja halt auch das Schöne, ich kann einfach die Sektionen austauschen. Es gibt was ganz Tolles. Das Tor erkennt vollautomatisch, wenn irgendwas drunter ist. Das ist nämlich eine Motorsensorik. Wenn Sie das mal bitte hochfahren. Genau, wir machen jetzt mal den Test. Der Test, das ist nicht mehr eingebaut in irgendwelchen Gummilippen, sondern der Antrieb erkennt vollautomatisch, wenn die Last zu groß ist. Wir fahren es mal gerade hoch und dann nochmal runter. Sollte da ein Kind oder irgendwas drunter sein, selbst bei der kleinsten Unebenheit stoppt das Tor und fährt wieder hoch. Bei dem Tor haben wir noch eine Besonderheit. Hier ist sogar noch eine Lichtschranke mit eingebaut. Also die kleinen roten Sensoren, wo seitlich an der Zarge montiert sind. Ich zeige das mal gerade, dass wir die sehen. Das ist natürlich zusätzlich möglich. Das heißt, wenn da jetzt irgendwas drin steht zum Beispiel oder es liegt irgendwas drin. Genau, dann hört das Tor automatisch das Fahren auf. Ich mache gerade mal den Test. Ja, bitte. Gut, dann machen wir das mal gerade. Und auch da piepst es jetzt nochmal kurz, so als Hinweis. Und er geht jetzt mal hin und hält mal wahrscheinlich ganz kurz mal die Hand hin. Das war jetzt. Bleibt stehen und fährt wieder zurück. Fährt wieder zurück. Ja, stark. Das ist auch nicht so teuer, so ein Lichtschrank, oder? Nee, ist ein zusätzliches System, einfach bei der Montage, wo man es berücksichtigen muss. Preislich irgendwo um die 100, 200 Euro, ne? Je nachdem, was für Ausstattung man noch da zusätzlich hat. Macht unter Umständen Sinn, aber da gibt es ja die Fachberatung von euch. Das heißt, ich komme zu euch, ich sage einfach nur, was ich haben will und ihr guckt nach, was da sinnvoll ist. Gibt die Möglichkeit, dass ihr auch mal rausfahrt und euch das mal selber anguckt? Klar, also im Grunde genommen machen wir es so, der Kunde kommt zu uns, hat ein grobes Aufmaß mit dabei, wo man von den Maßen hinkommt und sobald der Kunde sagt, okay, er ist sich da in einer gewissen Hinsicht irgendwo unsicher, kommt einer von uns vorbei und guckt sich das Ganze auf jeden Fall nochmal an, bevor da wirklich der Auftrag erteilt wird, ne? Ja, hier sind Sie, die Hörmann-Tore, und ihr seid auch samstags geöffnet. Genau, wir sind auch samstags von 8 bis 13 Uhr hier am Standort Fulda vor Ort, wo immer einer von uns dreien aus der Abteilung da ist und euch fachkompetent beraten kann. Und die Woche über? In der Woche über sind wir von morgens um 7 bis abends 18 Uhr immer einer von uns da. Und da vorne ist nämlich euer Platz, ich zeige es nämlich mal gerade. Hier kann ich mich einfach mal hinsetzen, kann in Ruhe auch mal einen Kaffee trinken und geht das Ganze mal durch. Da gibt es auch erstmal ein Angebot. Man muss nicht gleich unterschreiben, sage ich jetzt mal. Ihr seid ja hier im Fachberater, hier ist nochmal der Kollege mit dabei. Und so sieht es dann aus. Da gibt es auch ein Fachbuch mit, ein Prospekt. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Sachen, die man mittlerweile auch im Internet gucken kann. Filme von Hörmann und so weiter. Genau. Einfach auf der Homepage von Hörmann mal schauen wegen den Garagentoren. Und wer meint, er könnte sich die Montage selber zutrauen, einfach auch mal auf YouTube gucken. Da gibt es verschiedene Lernvideos. Aber wie gesagt, mir empfehlen definitiv die Montage von einem unserer Unternehmer. Vielen Dank.